Ja, herzlich willkommen wieder mal zu einer deutschen Ausgabe der Wisdom Factory. Heute habe ich Martine Rieser mit mir hier. Sie ist Teil der Frauen am Brunnen zum Beispiel, aber auch von Women Matters, wo wir uns treffen, auf Deutsch oder auf Englisch, und Themen besprechen. Und einmal haben wir dort schon besprochen, ich glaube, es war die englische Gruppe, The Art of Seeing. Und heute will ich mit ihr allein drüber sprechen, über die Lebenskunst des Sehens. Martine ist sehr verbunden mit Zen und ist eine begnadete Malerin. Und ich habe nachher einige Bilder, die sie mir als Fotos zugeschickt hat. Und da können wir dann nachher die zeigen. Du sagst mir dann, wann das so sein wird. Aber erstmal, bevor wir anfangen, kannst du ein bisschen erstmal über dich erzählen, über deinen Lebenslauf, über deinen, ja, die Bedeutung dann auch von Zen und der Malerei, und dann gehen wir ins Thema, in die Kunst, die Lebenskunst des Sehens. Ich bin Martine Rieser aus Gritzendorf, und ich bin zu Heidi gekommen, nicht durch Zufall. Ich habe im Computer gesucht für das Thema Brunnen. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Statement aus der Bibel. Und diese Frau, die Samariterin, ist eine starke Frau, die sehr viel erlebt hat. Und die habe ich dargestellt, und sie steht auch hier hinter mir, und ich habe ein kleines Lichtlein angebrannt. Und danke Heidi, du hast jetzt ein Bild eingeblendet. Es ist die Frau am Brunnen, die du uns damals, als du dann zu der Gruppe, die Frauen am virtuellen Brunnen, dazugestoßen bist, hast du uns das damals gegeben, dieses Bild, nicht? Okay, also wir erfahren sehr viel Leid und wir verstehen nicht, warum. Und so darf ich das versuchen, eine Antwort zu finden, indem dass ich das angehe in der Malerei. Und insofern ist für mich die Malerei ein sehr feiner Raum, wo ich auf Geheimnisse, die in uns alle sind und dann natürlich auch in mir, ausdrucken kann. Und für alle, die irgendetwas als zum Ausdruck haben, sei es ein Instrument oder ein Sport und Spiel, können schwierige Situationen meistern, indem dass sie die volle Konzentration hingeben, was sie vor sich haben. Und das habe ich aus einer Verzweiflung heraus, habe ich das Studium machen dürfen. Und zwar, ich bin verheiratet, und als junges Ehepaar wollten wir Kinder haben. Und das ist lange nicht gelungen. Und mein Mann hat dann eine Übersiedlung gemacht nach Kanada wegen einem Karrieresprung, und die Frau folgt. Und dort habe ich gemerkt, dass da Cocktailpartys sind mit Cocktailkleider, und ich habe noch nicht einmal gewusst, was Cocktailkleider sind. Und ich habe gedacht, da werde ich mich nicht damit befassen, und dann bin ich darauf gekommen, auf ein herrliches Studium, und es war Arts Education. Und das hat mir unwahrscheinliche Perspektive geöffnet, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, dass ich das habe machen können, weil es war vieles in mir vorhanden, aber nicht bewusst. Und diese Bewusstwerdung ist eine sehr feine Sache. Ja. Heidi, habe ich genug erzählt von mir?
Ja, du warst bei dem jungen Ehepaar und bei deinem Kunststudium, Ja. aber nun bist du ja nicht mehr in Kanada und du bist auch keine junge Ehefrau mehr. Vielleicht So hast du einfach noch ein schön. bisschen. Ja, sehr schön. Dann sind wir wieder nach Österreich. Wir haben nach 5 Jahren Kanada, haben wir uns entscheiden müssen, wollen wir in Kanada bleiben oder gehen wir zurück nach Europa. Und beide sind wir Europäer. Und wir haben uns entschieden für Europa. Und mein Mann hat einen tollen Arbeit bei Siemens bekommen. Und ich bin mehr oder weniger in die Luft gewesen und ich habe alle Leute betrachtet auf der Straße, habe ich gedacht, die wissen alle, wohin sie gehen, nur ich nicht. Was soll ich machen? Was habe ich mit dem Studium? Und das Studium war sehr erfolgreich, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich kann etwas. Sind wir auf andere Sache gekommen, dass es gibt so viele Kinder. Oh ja, ich habe natürlich und alles unternommen, um schwanger zu werden, weil das war, fand ich eigentlich unverständlich, weil es wird so viel abgetrieben und wir kriegen keine Kinder, die es haben wollen. Also ich habe gehadert mit Gott und die Welt. Und dann bin ich so weit gegangen bis Artificial Insemination. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt sehr viele Kinder, die kein Heim haben und wir haben ein tolles Heim. Und dann haben wir uns gemeldet und die haben uns geschrieben, dass ein 2,5-jähriger Sohn da wäre. Wow, kann ich das? Das ist die große Frage, weil das ist eine Aufgabe enorm. Und dann sind wir zu dem Ort gefahren, wo er im Krankenhaus war. Und dann ist mir die Sprache weggeblieben. Ich habe das Elend von der ganzen Welt gesehen in diesem Person. Und dann mein Mann und ich haben geschwiegen. Und wir sind wieder zurückgefahren. Und wie wir dann wieder in Wien waren, haben wir gesagt, er geht gemeinsam mit uns auf den Weg. Und bis jetzt. Und in die größten Schwierigkeiten kommen auch die größten Lösungen. Also das ist schon irgendwie eine bestimmte Gelassenheit, dass wir Schwierigkeiten meistern können. Und dranbleiben. Und dann in der Zwischenzeit, wie die Kinder sozusagen klein waren und geschlafen haben, habe ich sie schlafend gezeichnet, gefragt, ob sie sich hinsetzen oder sie haben einen Fernsehfilm zusammen angeschaut, ich habe sie zusammen gezeichnet. Also sie wurden mein Modell. Und dann sind sie ein bisschen gewachsen und dann bin ich auf der Straße gegangen oder die Katharina ist dann in den Kindergarten gegangen und ich war wieder frei wie ein Vogel. Also ich war auf meinem Fahrrad und ich habe gesungen und geradelt und ich habe gedacht, oh, was ist das toll. Ich habe das Leben wieder, nicht dass das mit den Kindern, aber es war schon eine sehr intensive Sache. Erstens mal. Das ist auch, wenn du selber gebärst. Du kennst gar keine Kindererziehung. Das musst du alles erfahren. Ja, und gut, dann war ich auf dem Fahrrad und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich Leuten, die ich auf der Straße sehe, fragen, ob sie Modell sind. Und das habe ich gemacht, beim Einkaufen und überall. Und die Leute haben mir komisch angeschaut. Aber ich habe meine Modelle so bekommen. Und so habe ich eine Gruppe gehabt und wir haben gemalt. Und die Kinder waren in der Schule und Kindergarten. Und so bin ich wieder zu der Malerei gekommen. Das klingt wunderbar.
Also aus dem, was du sagst, geht hervor, dass du dann auch noch eine Tochter adoptiert hast. War die auch schon 2,5 Jahre alt? Oder Nein, die war null. Das ist dann eine günstige Angelegenheit, weil es war gut für diesen in der Zwischenzeit 4-Jährige, dass er ein Geschwisterchen bekommt. Mhm. Ja? Und so ist die Katharina zu uns gekommen. Ja. Sehr schön. Und es ist ja sicher auch nicht so einfach, nicht, wenn Kinder von den, wie soll ich sagen, zu neuen Eltern kommen und dazwischen doch schon einiges erlebt haben. Ich frage mich, bist du so zu Zähnen gekommen oder wie bist du zu Zähnen gekommen? Danke, Heidi, für diese Frage. Das ist während dem Studium. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Herausforderung der Sprache. Ich bin nicht sprachbegabt, ja, aber du siehst, man wählt das, was man nicht kann. Und in der Malerei habe ich das getan, was ich kann oder versucht zu machen. Und dann habe ich zum Beispiel, wir haben Kaffee getrunken und ich habe das genossen, aber habe die Filter gemacht selber für den Kaffee. Und dann habe ich war der Kaffee weg und dann sage ich, was bleibt eigentlich jetzt? Und dann habe ich die Kaffeefilter in der Sonne gelegt. Das ist getrocknet. Da habe ich die Puder ein bisschen so davon weggetan und dann habe ich ein wunderschönes Muster von einem Kreis und einem Zentrum gesehen. Und das hat eine Ausstrahlung. Das hat so vibriert auf dem Papier. Und das habe ich aufgehoben. Und dann musste ich, um die Sprache, um diese Forderungen, die das Studium mir stellte, musste ich sehr viel in Vorlesungen aufnehmen und dann zu Hause anhören und die Wörter, die ich nicht gekannt habe, lernen. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ich musste etwas einliefern in der Malerei. Und ich nehme diese fünf ist es ein symbolisches Zahl von der Mitte. Und da habe ich 5 von diesen Filter genommen und auf Papier ein Collage daraus gemacht. Und ich nehme das mit, weil ich habe nichts anderes. Und der Lehrer weint, wenn er das sieht. Also er sagt, Martini, so kann ich nicht arbeiten. Es ist toll. Aber ich habe gedacht, der hält mich für nach. Weil, verstehst du, du weißt nicht, was du tust, weil du bist intuitiv und spontan. Ich bin sehr spontan. Und das ist eigentlich ein großes Geschenk. Ja, weil das ist, wir leben vom Geschenkten. Und wenn wir das wahrnehmen können und damit etwas tun, ist es eigentlich ein Spielen in der Gegenwart. Und das ist eine feine Weisheit, eine Gelassenheit. Ja, und das ist letztendlich Zen. Du sagst ja immer wieder in der Gegenwart, nicht? Und ja, danke Heidi. Der Lehrer hat gesagt, Martini, du malst nach Zen. Aber ich habe mich Christus gewidmet. Das habe ich ein Kreuz daraus gemacht. Da habe ich gedacht, Christus, du führst mich. Ja? Und wir haben schon in einer der Gruppe von den Frauen gesprochen, von der kosmische Christus. Und das ist ein Satz von Angelus Silesius, der sagt, der wahre Mensch muss, das kann ich momentan nicht sagen, aber wir müssen, Christus ist die Erlösung für Christen. Buddha ist auch die Erlösung für Buddhisten. Und so, das ist noch in ein kleineres Modell, aber das wird immer weiter. Und ich habe das als eine Erweiterung erfahren, weil ich habe gedacht, Zen ist eine Sekte und das macht eng. Und das will ich nicht. Aber
Frederik Frank, das ist ein Niederländer, hat dieses Buch geschrieben, Zen des Sehens, und das habe ich gegessen. Und das war für mich sozusagen die Offenbarung aus einem Buch. Aber ich habe es in der Malerei, in den Studios, vor Ort erfahren oder auf dem Tennisplatz vor Ort. Weil ich habe gefragt, woher kommt diese Freude, die ich habe? Was ist das? Es ist es vernichtet, sagt man auf Holländisch. Also das heißt, es macht aus dich nichts und das Nichts, das ist alles. Also ich spüre mich selber nicht mehr. Und das ist diese totale Befreiung. Ja, ich habe es gesehen, wie ihr, während ich mit die Frauen gearbeitet habe, oder Männer waren auch dabei bei der Malerei, dass wenn sie aufgehen in dem, was sie tun, sie strahlen. Und das habe ich auch gesehen bei euch, ja, wie wir das auf dem Computer. Ja, das Ding ist für mich irgendwie ein wunderbarer Gegensatz, weil ich hadere damit, aber ich wähle es doch. Ist so, du hast praktisch bist dadurch auf Zen aufmerksam geworden, weil dein Lehrer gesagt hat, du malst ja wie Zen. Ja. Und dann hast du dich angefangen, damit zu beschäftigen, hast gemerkt, dass vieles von dem, wie du lebst und wie du die Welt siehst, eigentlich eine Zen-Art ist oder Art of Zen. Ja. Aber man kann es auch wieder verlieren, das Zen, ich meine, so loslassen, weil auch, wie sagt man das, Riten von bestimmten Ritualen, von bestimmten Religionen kann man auch loslassen und in der Gegenwart, im Alltag, finden wir es überall, wenn wir wach sind. Und das ist, glaube ich, ein Lebenskunst, dass wir uns mit der Schönheit der Gegenwart befassen dürfen und mit der Freude und Freiheit. Ja, wir brauchen nicht perfekt sein. Ja. Ja, was mich dann interessiert, hast du so dann so klassisch Zen gemacht, gegen die Wand geguckt im Schneidersitz und meditiert und so? Oder hast du nur mit der Malerei oder nur Mindfulness, also dass du die Welt wahrgenommen hast und versucht hast, im Augenblick zu sein. Wie hast du das gemacht? Ja, da hat eine Freundin mir gefragt, Martini, ich gehe zu einem Zen-Meister in Wien und er hat gefragt, ob du einen Satz von Hardewijk übersetzen kannst. Das ist eine belgische, niederländische Mystikerin, in der Zeit von Meister Eckhart. Und da habe ich ja gesagt. Sie hat gefragt, ob ich da übersetzen kann für ihn. Und da hat er mir einen Aufsatz, einen Stückchen geschickt und gefragt, ob ich das übersetze. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin keine Übersetzerin. Ja, das ist aber, ich habe diesen Satz bekommen und ich habe gedacht, was für mich war das, dass man das so verbalisieren kann, ja, und ich habe es verstanden. Dann habe ich gedacht, ich habe Angst trotzdem, ich habe gedacht, ich brauche das nicht, das Sitzen, ich brauche das echt nicht, weil ich habe schon so viel erfahren. Ich habe zum Beispiel ein Ruisbeek, das ist ein belgischer Mystiker, der unwahrscheinlich tiefe Erfahrungen macht und ein Gedichteschreiber ist. Und die habe ich schon, bevor ich Ermin Dül ist dann der Meister, der mir gefragt hat. Ja, er nennt sich nicht Meister, er ist ein Lehrer. Und ich nenne mich nicht Lehrer, ich bin einfach eine Frau. Das ist auch ein Unterschied. Und zu deiner Frage zurückzukommen, ja, er war sehr streng und ist darauf bestanden, dass
ich alle anderen fallen lasse und nur das mache. Und das habe ich 15, 16, 17 Jahre lang bin ich zu ihm gegangen. Muss ich genau nachschauen, von 2005 zu 2019. Und ich bin nämlich bei ihm geblieben, weil ich habe gedacht, der ist echt. Das ist ein Mann, der ruht in sich. Nobel, Nobel Heidi. Und wenn ich all diese Leute sehe, die da zu ihm kommen und sitzen in einem Kreis, sie sind so nobel, sie strahlen so viel für mich aus. Und das ist eine gemeinsame Kraft, die entsteht. Ja. Und so bin ich hingegangen. Aber dann hat er auch angeboten, so 5 Tage in extreme Ernsthaftigkeit zu sitzen, irgendwo in den Bergen, ja, am Hochkönig im Salzburger Land. Wunderbar, Heidi, wunderbar. Aber ich sagte, ich habe all die Leute angeschaut, die können alle sitzen, ich kann nicht sitzen, mir tun die Knie so weh. Aber ich habe zum Lachen angefangen, zum Lachen. Und dann hat es auch noch eine Ritual gegeben. Dann kannst du freiwillig fragen, dann kommt der Meister an dir vorbei und dann schlägt er mit dem Stock auf deine Schultern hier. So. Hinter dir. Und das soll sozusagen alles lösen. Ja? Und ich habe dann auch dafür gebeten. Ja? Aber dann habe ich gedacht, wie kann man so etwas machen, dass man schlägt? Aber ich habe dann erfahren, das kann lösen. Aber ich hab, das hat mir einen Lachmuskeln bewegt. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche diese Strenge nicht mehr. Ich brauche die Präsenz im Alltag. Und das, was vor mir ist, das meistern zu können, das ist für mich die Aufgabe. Und so muss man das auch nicht Zen nehmen. Aber wenn ich Zen anbiete, dann bin ich auch getreu der Ritual. Und wir machen Rezitationen und ich habe einen ganzen kleinen, wie nennt man das? Impuls, die stelle ich zusammen und wir sitzen 3-mal und dann gehen wir auch nach dem Sitzen, weil das hilft einem für die Durchblutung und die Konzentration und auch um das, was du erfährst, aber meistens erfährst du nichts in der Sitzen selber, dass du das sozusagen im Alltag integrieren kannst. Darum gehst du wieder. Ja? Die Integration, weil das ist ein Lebensprozess. Was du erfährst, ich habe gesagt, meistens erfährst du nichts, aber wenn du das Nichts erfährst, dann erfährst du alles. Und das ist bleibt ein Geheimnis, weil es ist jeden Tag neu. Und jeder Atemzug ist neu. Aber wir brauchen da nicht unbedingt das Polster dafür, sondern wir können kochen, auf dem Fahrrad sitzen, Tennis spielen. Aber ja, ich bin dankbar für meinen Weg. Okay, wo ist denn dann die Malerei mit drin? Das Zen der Malerei und dann auch Zen of Seeing, ne? Das haben wir ja auch so genannt einmal in der Frauengruppe. Ja. Wie hast du das verbunden? Zum Beispiel, ich gebe die Aufgabe oder ich habe die Aufgabe bekommen, Gestures zu machen. Ja? Gestures sind einfach lineare Umrisse von das, was du siehst. Spontan, schnell ist eine Übung, um aufzuwärmen. Zum Beispiel 2 Minuten dauert das. Kann länger sein, aber in der Video hätte ich das 1 Minute machen können, weil ich habe das nicht die Erfahrung gehabt, dass es so lange dauert. Ja. Gut, in der Wirklichkeit ist das anders, dann dauert es 3 Minuten. Und so kommst du von der Umriss zum Zentrum. Ein Beispiel. Ich habe ein Modell besorgt und die sitzt und es sind
10, 12 Leute da und alle haben die Aufgabe, 20 Minuten zu arbeiten. Ich sage immer, sie sollen warten, bis das Gesehene zurückschaut. Also das heißt, dass das Gesehene und der Seher eins werden. Und dann fangst du an. Und das kann sein, dass das sehr befreiend ist. Und dass du staunst über diese Person, die vor dir sieht, als etwas Göttliches in der Gegenwart. Aber es muss auch nicht sein, weil ich habe auch erfahren, dass Leute sich geweigert haben, diese Person zu malen. Und dann bist du auf dem privaten Level. Also dann habe ich Probleme mit meinen, ich judge, was ich vor mir habe. Die Person gefällt mir nicht. Und wenn ich das meistere, das zu übersteigen, und dann fange ich auf einmal, sehe ich, dass diese Frau oder Mann oder Objekt vor mir, dass das schön ist. Das Mysterium kommt heraus. Und das ist, auch wenn du sitzt, ja, es ist ein sehr feiner Akt, wenn die Stille, wenn du in der Stille, du brauchst nichts anderes. Und das ist, dann kommst du zum wahren Selbst. Und in der Konsumgesellschaft brauchen wir Sachen, die wir nicht brauchen. Ja? Und wenn du sozusagen nur ein Feder und ein Blatt brauchst, um wieder zu dir zu kommen, ist das ein Geschenk. Ja, ja, das ist sehr schön. Was du beschreibst, ist im Grunde, dass du hast gesagt, man mag vielleicht jemanden nicht und deswegen mag man nicht zeichnen. Und wenn man sich dann darauf einlässt, dann findet man plötzlich was. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht, einfach wenn du das weiß man aus der Psychologie oder sonst woher, wenn du einen Stein anguckst und lang genug hinguckst, dann tust du plötzlich eine Beziehung aufbauen zu dem Objekt und plötzlich siehst du die Schönheit. Aber wenn du einfach nur so hinguckst und weiter guckst, dann siehst du das nie. Aber wenn du lang genug Zeit dir nimmst und dich öffnest, um was anzugucken, dann entsteht sowas wie Liebe. Ne? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, über die Liebe in der Kunst und in Zen? Und dann ja, Heidi, das ist, du hast es gesagt, ja. Die Offenheit und die Empfänglichkeit, die du dann in der gleichen Zeit gewahr wirst. Ja? Und das ist eigentlich, so wie ich das sehe, ja, was Maria geschehen ist. Und dann kann das Göttliche gebären. Und wir sind eine, als Mensch sind wir, hat das Göttliche sich in uns inkarniert. Oder wie sagt man das, Heidi? Du weißt, sage ich es gut? Okay. Ja, und das ist, daran ist, wir sollen dranbleiben. Ja, und das lässt alle, ich nenne das manchmal selbstgemachtes Leid. Und das klingt sehr hart, weil niemandem will sich selber das Leid selber machen. Aber übrigens, Paradiso Integrale, warum stoße ich auf das Paradies? Kein Zufall. Wir haben vom Baum vom Gut und Böse gegessen. Und wir haben erfahren, dass die Umwelt und die Tiere und alles Feinde von uns sind und die Menschen. Und wir haben Sehnsucht nach diesem paradiesischen Zustand wieder. Und das kann nur über die Einheit geschehen.
Und diese Einheit darf ich im Spielsport, in der Begegnung, in der Malerei, es muss nicht mehr in der Malerei sein, aber es ist, ich schreibe momentan. Und zwischen, dann bin ich bei der Kocherei und auf einmal weiß ich, was ich bei dem Bild mache, muss ich rennen nach oben und male zwischen Kochlöffel und an dem Bild weiter. Verstehst du? Das ist Freiheit pur. Aber ich habe auch niemanden mehr herum, die sagen, Mama, ich brauche das. Mama, kannst du das für mich machen? Mama, so. Verstehst du? Ich habe jetzt, mein Mann arbeitet auch für sich, ist sehr, also ich würde sagen, mystisch veranlagt, weil er schon mit 10 Jahren auf der Hochalm mit seinem Bruder waren, mussten sie sozusagen das Vieh versorgen und ein offenes Feuer gehabt, im, kein Wasser, kein Klo. Und, also Hochalm, da ist er gewesen und hat Erfahrungen. Und dann war er in der Wirtschaft in seiner Arbeit, aber er war ein, habe ich so gesehen, ein Mystiker auf der Wirtschaftsmarkt. Ja. Und ja, ich bin ein bisschen abgeweicht. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren, Heidi. Das kannst du. Ja, ich würde halt gern jetzt zu der Lebenskunst des Sehens. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn genauer hinschauen, kann das diese Art von Liebe erwecken und das Gefühl von Verbindung, von Einheit. Du würdest es Einheit nennen. Und es gibt ja verschiedene Arten zu sehen. Ich kann auch den Stein angucken und sagen, ach, da ist es grün und da ist dann eine Vene drin und da ist es rund und da ist es nicht ganz und so. Das ist eine Art des Sehen, das analytische Sehen. Aber ich denke, das meinst du nicht. Ich denke, das analytische Sehen ist auch wichtig, ja, dass man erkennt, wie der Gegenstand, das machst du ja auch, wenn du eine Figur malst oder so, dann guckst du ja auch erstmal, wie sind die Umrisse? Also du hast vorhin gesagt, vom Umriss ins Zentrum kommen. Du guckst erstmal, wie sie aussieht und es soll ja vielleicht auch dann so ähnlich aussehen wie die Person, die du siehst. Aber das ist es ja nicht alleine. Und wir tun uns häufig darauf beschränken, dass wir einfach nur analytisch sehen und sagen, ups, abgehakt, weg damit. So, was ist dieses andere Sehen? Die Lebenskunst des Sehens. Diese Art des Sehens, die dir erlaubt, dein Leben zu leben auf eine, wie nenne ich das, tieferen Art, auf eine, du würdest wahrscheinlich sagen, freudigen Art auch, trotz allen Widernissen, trotz allen Problemen, dass man trotzdem eine Freude leben kann. Ja. Und Gelassenheit, dass du aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast, etwas weiß, was ein Geheimnis bleibt, was du auch nicht so verbalisieren kannst. Aber du weißt, dass es vorhanden ist. Und das kann man nicht kaufen, kann niemandem einem schenken. Es ist vollkommen in jeder vorhanden. Und daran, dass ich das herauskitzeln darf in der Malerei, wenn ich Unterricht gegeben habe, das ist eine sehr feine Sache. Aber manchmal war ich mir auch so unsicher, weil im Grunde tue ich nichts. Ich habe nur vorbereitet, so wie du jetzt vorbereitet hast, dass dieser Raum entsteht. Ja, habe ich einen Raum geschaffen, dass sie nicht an Kochen denken, nicht an Besorgungen denken, nicht an, dass sie frei sind, um in der Gegenwart präsent zu sein. Ja, und das ist eine beglückende Sache, aber in der Kunst ist es auch so, dass das ist eigentlich, was ich vorher gesagt habe, ohne Absicht an die Sache gehen. Und dann gibt es auch noch ein absichtliches Arbeiten, dass ich etwas erreichen will. Und das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert einfach nicht. Weil dann verschönere ich die Sache. Ich glaube, du hast es mal angesprochen, dass du, wenn du nachgedacht hast über, das muss ich mit dieser Farbe, diese Farbe, und dann gelingt das nicht. Und das ist das Verschönern, weil wir wissen alles, was gefragt ist.
Aber ja, du verstehst, was ich meine, Heidi? Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist so dieses Zwischenspiel zwischen dem, was man lernen kann und vielleicht bestimmte Regeln, gibt es auch in der Malerei, irgendwelche Diagonalen und Farben und Dings und her. Oder dann, wenn man, das ist ja wie überall im Leben, wenn man erstmal die Regeln gelernt hat, dann kann man sie auch überschreiten. Das sagte ich, ich höre gerade Richard Rohr, Falling Upward, und er sagte, hat jemanden zitiert, ich glaube, es war Merton oder so, weiß ich nicht mehr, aber der hat zitiert, hat gesagt, man muss die Regeln so gut kennen, so gut verinnerlichen, damit man weiß, wie man sie am besten brechen kann. Das ist schön. Das ist sehr schön, Heidi. Das ist, ja. Und solange wir in den Regeln feststecken, ja, denke ich, kann man nicht wirklich, würde ich mal so beurteilen, keine Kunst machen, weil dann ist es einfach ein, ja, wie so ein Algorithmus. Du machst das und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das und dann bist du aber nicht innen drin, so wie du das erzählt hast, das, dieser Flow, dieses, oh, jetzt weiß ich, was ich machen kann oder was dahin gehört, welche Farbe dahin gehört, weiß ich jetzt, ohne dass du dir das jetzt groß so überlegt hast, sonst kommt beim Kochen. Ja, gar nicht. Ja, ja, genau. Und ja, das ist eben meiner Meinung nach der Unterschied zwischen sehen und dann malen oder irgendwie künstlerisch tätig sein, ob du das aufgrund, oder bei mir beim Singen zum Beispiel, ne, wenn du Interpretation machst, ob du das aufgrund der Regeln, die du gelernt hast, machst, oder die Regeln werden nur zum Tool, also nur zum Hilfsmittel, sodass du das, was durchkommen will, auch rübergeben kannst. Und das sind zwei grundverschiedene Sachen, die ich glaube, wir alle intuitiv könnten, ja, solange wir nicht so mit diesem Denkding und Beurteilungsding, ja, und ja, du musst gut sein und so weiter, total zugeschüttet sind. Ja. Und ich denke schon, dass man, also ich habe es auch lernen müssen, ne, langsam, dass man diese ganzen Schichten der Erziehung und der, ach, das ist richtig und das ist falsch, dass man die langsam so ablegen kann, ne? Und so vielleicht nie 100%, aber es gibt ja immer wieder Momente, wo man weiß, ah, das ist es jetzt. Und wenn dich einer fragt, woher weißt du das, kannst du es nicht begründen. Und dann ein Materialist sagt, ja, dann gilt es auch nicht. Aber es ist nicht so. Es ist, es gibt verschiedene Ebenen der Realität und eben nicht nur die materielle. Ne? So, die Lebenskunst des Sehens, jetzt nochmal kurz zurückzukommen. Was hat dich veranlasst, das als Titel zu nehmen für unser Gespräch? Wegzukommen vom Zen des Sehens. Weil bei Zen tun die Leute, also nicht für das, ehrlich gesagt, da habe ich nicht darüber nachgedacht, jetzt in diesem Gespräch, aber ich arbeite jetzt daran. Also das ist kein Zufall. Ja, das und Zen, viele Leute scheuen zurück, so wie ich zurückgescheut bin im Anfang, wie ich noch sehr jung war. Aber wenn wir das schaffen, diese Gegensätze zu überwinden, ja, weil sie sind immer da. Das ist ein wunderbares Zeichen von diese Yin und Yang. Ja, es ist immer da. Aber wie gehe ich damit um, um das zu meistern im Alltag? Ich glaube, das habe ich heute schon gesagt. Und das ist es auch egal, ob ich jetzt male oder mit dir im Gespräch bin. Wenn ich vertraue, dass Vertrauen habe in diese Gegenwart, dann kommt, was zu kommen ist. Und da kann ich vor einer Staffelei sitzen und schauen und schauen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann lasse ich es sein, weil ich Raum habe, lasse ich es stehen, es ist chaotisch. Und dann spaziere ich mal vorbei oder ich komme wieder in der Muse von... Und dann hilft es mir. Aber ich habe verloren, was du gefragt hast.
Ja, es ging um die, um das Sehen, das, die Lebenskund. Was ich aus dem jetzt höre, was du sagst, dass du Sehen eigentlich viel breiter empfindest und nicht nur das Sehen im Auge, sondern eigentlich mehr das Erspüren, Erfahren und so mit allen Sinnen, aber auch vielleicht nicht nur mit Sinn. Ja? Also mehr auch sagen übersinnlich, nicht? Das, diese intuitiven Fähigkeiten, nicht? Das heißt ja nicht, dass du jetzt hinguckst und dann weißt es, sondern das, wie du das beschrieben hast, das wächst in dir, die Erkenntnis. Und dann kannst du es umsetzen. Und insofern sehe ich diesen Titel, den wir gewählt haben, eigentlich die Lebenskunst des Lebens, ja. Und ob es die gibt, Heidi, weil für mich gilt das, aber das muss nicht für einen anderen gelten. Und aber wenn ein jeder sein individuellen Weg, und das ist das Schöne am Westen, das ist bei der, beim Osten ist der individuelle Weg nicht so gegeben, da ist mehr die Gemeinschaft, ja, aber ich muss zurück zu der Gemeinschaft, verstehst du, mit meiner Individualität nicht aufprojizieren, aber ich darf mein Mann stehen, ich darf das, was ich für richtig halte, leben, ausstrahlen und authentisch sein. Ja? Und das ist eine Gabe. Ja, ja. Sehr schön. Ich habe so oft erlebt, dass wenn wir ein Meeting hatten in der Gruppe, dass du anschließend uns Bilder geschickt hast, die daraus entstanden sind und auch oft Texte entstanden sind, die du uns geschickt hast. Ich habe mal einen kürzeren rausgesucht, aber das ist auf Englisch. Soll ich den trotzdem mal lesen? Das hast du geschrieben. Living the now means nevertheless to engage oneself with a love game of the good-like reality, which meet us with every new breathing. Ja, und dann hast du ein Bild dazu geschickt. Ich will das jetzt gerade mal sharen. Wo ist das? Hier, kannst du das sehen mit dem Steindl-Rast, der hinterm Schreibtisch sitzt? Ach nee, warte mal, ich muss ja noch hier machen. Kann man das jetzt sehen? Ja, das sehe ich, Heidi. Genau. Ja, der ist auch sehr interessant, dieser Mönch. Sehr, sehr, sehr lesenswert. Genauso wie Richard Rohr und einige andere. Ich tue es nochmal stoppen und dann hätte ich noch die anderen Bilder, die ich zurechtgelegt habe. Und du kannst dann vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Warte mal, jetzt muss ich schnell wieder Share machen. Welcher ist das da? Da haben wir als Oberstes, was du uns zur letzten Meeting geschickt hast. Magst du da ein bisschen dazu erzählen, also dieses Blaue hier. Da unten der Brunnen, den haben wir ja schon gesehen, den kann ich jetzt mal kurz wegmachen und da kann ich vielleicht das größer machen, damit man das besser sehen kann. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was dich da veranlasst hat, uns das zu schicken? Also die Leerheit mit den leeren Händen, also aber das da ist ein Spiegel. In diese Hände habe ich einen echten Spiegel. Auf diese, das ist Styropor. Da habe ich darauf gepickt. Das sind so Sachen, dann begegne ich das im Alltag und denke, oh ja, das ist es. Christus hält uns der Spiegel vor. Und das ist Golgotha. Und es ist nur ein Teil der Malerei. Und das untere Teil, die Füße, die sind sehr gegründet, also im Boden fest. Ja? Und dann ist ein Schädel, also es ist die Schädelstätte. Was die Dunkelheit, ich habe das Blau als Dunkelheit genommen. Und im Gesicht die Farben, der Bund mit Gott, also die
Heidi, hilf mir. Das sind die Farben der Lebens, der, so der, der von der wie? Der Chakren, der Energiezentrum? Nein, ja, auch, das mag auch die Farben des Chakren sein, aber es ist der Bund, der bei der Sonne ist, wenn Regenbogen. Regenbogen, und das ist der Bund Gottes. Also ich mache da so Verbindungen, die kommen mir, die fallen mir ein und ich renne hinauf und ich tue daran arbeiten. Aber es ist leider nichts perfekt. Ich meine, nicht leider, weil das so bin ich. Ja? Und dann da finde ich einen Text von ich kann ihn leider noch nicht zitieren, weil es ist sehr jung. Der sagt etwas, vielleicht hast du den Text, weil ich habe das geschrieben. Nein, das kannst du jetzt nicht heraussuchen. Wo könnte ich das jetzt? Oh, ich habe es. Das ist ich habe es, Heidi. Ich habe auch den Namen von Douwe Timmersma. Das ist ein Niederländer, der ist 2 Monate älter wie ich und er ist gestorben. Und da lese ich von ihm. Eins sein, allein sein, das sonnendurchstrahlte Blau, kein Sein von separaten Dingen. Alles gehört dir. Und dann eins sein, viele sein, wo Energie verdichtet, ganz sein bleibt ungebrochen, denn du bleibst alles Licht. Oh, Heidi, und dann sehe ich das in den Spiegel, da das Licht. Dann denke ich, oh, Martin, ich habe das in meinen Händen. Und dann habe ich das produziert. Und ich habe, das muss ich schon sagen, bei diesen strengen Exerzitien bei Ermin Düll, bei meinem Zen-Meister, so viele Schmerzen gehabt. So viele Schmerzen, dass ich Fieber gehabt habe von den Schmerzen. Und dann habe ich mich gefragt, was tust du hier? Und auf einmal, Heidi, ist kein Bewusstsein mehr da. Da ist nur Licht, extrem Licht. Ich zitter, wie ein Berg bin ich, wie ein das im Nachhinein erfahre ich das, aber im Erfahren vom Licht habe ich kein Bewusstsein, war nichts da, als nur Licht. Und das zu erfahren, dass du das bist, du. Und das hat der Buddha auch erfahren. Und das dürfen wir erfahren. Wir müssen das nicht. Und dann hat Ermin, ich muss das ihm erzählen, weil das ist, wenn du so Erfahrungen machst, während diese extreme, strenge Exerzitien, dann musst du mit ihm reden. Und ich habe gezittert und geweint und er hat geweint, wie ich ihm gesagt habe, was ich erfahren habe. Und dann sagt er, Martini, sei froh, dass du so viel gelitten hast, weil sonst erfährst du das nicht. Also dran zu bleiben, auch im Leid. Das müssen wir den Mut haben. Weil dann tun wir auch nicht mehr judgen zwischen, weil dann ist das private Selbst ist gestorben. Dann tun wir nicht mehr judgen zwischen, oh, das ist schön und das ist nicht schön. Das ist Leid und das ist kein Leid. Das ist Freude. Verstehst du? Es ist, wird wieder flachliegendes Meer. Du bist das. Das, was du bist, auch die Welle. Ja, das bist du auch. Der aufsteht und. Aber du bist dann wieder diese. Und diese Tiefe von dieses Meer, das bist du. Und das dürfen wir erfahren. Und darum bleibe ich auch bei das Wort Zen, aber ich möchte es so wenig wie möglich verwenden, weil ich will niemandem vom Kopf stoßen. Okay. Und das, was du beschreibst als, das ist ja eine Lebenshilfe, Lebenskunst. Und gerade in den Zeiten, wo wir jetzt leben, wo viele Menschen in sehr viel Leid geraten, da könnte das eine Hilfe sein. Aber es ist, glaube ich, nur wenig Leuten bislang zugänglich, diese Art der Weltsicht, diese Art der spirituellen Sicht.
Ich muss sagen, also wenn ich ständig auf den Rücken geklopft werde, ich habe immer beim Sitzen Rückenschmerzen und so. Ich weiß nicht, ob ich fähig wäre, das zu machen. Weiß ich nicht. Aber lass uns weiter gucken, noch ein paar Bilder, bevor wir dann zum Schluss kommen. Hier ist ein kleines hübsches Bild oben drüber. Das ist der Esel und mal sehen, ob wir das ein bisschen größer Eine machen. Frau, die da liegt. Ich Ja. habe die Möglichkeit gehabt, während wir in Kanada gewohnt haben, in Mexiko unterwegs zu sein mit meinem Mann, weil er beruflich dort war und ich habe dann Kunst anschauen dürfen. Und der auf diese Wände draußen sind überall so riesige Murals. Und da liegt eine Frau und die hat mir unwahrscheinlich angesprochen. Auch die Hände werden dort so oft wunderbar gezeigt. Ja, diese Frau, wenn du siehst, die Farbe vom Kleid ist das dieselbe als das Gepäck, was der Esel trägt, ja. Und das ist Biliam aus der Bibel. Das ist der Seher, der Biliam. Aber der Esel tragt den Biliam dorthin, ja. Und der Biliam, aber ich habe eine Frau gemalt, weil das ist nicht auf einen Mann, nur auf einen Mann begrenzt. Und sie schaut den Esel, sie hat den Esel echt gestoßen, weil der Esel will nicht weitergehen. Warum? Weil der Esel sieht einen Engel, der sagt, nein, geh nicht dorthin. Aber die Frau oder der Biliam, er hat das nicht gesehen. Und schrubbt, also er stoß mit dem Fuß an den Esel und sagt, geh weiter, geh weiter. Und sagt, ich habe dich schon so ein Leben lang geführt. Und auf Augenhöhe sind sie jetzt miteinander, ja. Und ja, das ist ein sozusagen ein Erkennen von einer Einheit. Und die Bergen dahinter, das ist am Fuße des Hochkönigs. Also da habe ich schon in die Zeit gemalt, wie ich so intensiv sein Sitzen gegangen bin dort. Und das ist für mich, wenn ich da einen Esel malen darf, denke ich, oh, jetzt komme ich zum Eselmalen. Ich finde das herrlich. Ja, da habe ich Freude und ein Spaß dran, um das in Kombination zu bringen miteinander. Ich hoffe, dass man das von Biliam verstanden hat. Da muss man in der Bibel auch ein bisschen nachlesen. Das war ein Seher, der eine Aufgabe von Gott gehabt hat, aber er war dann eigensinnig und hat nicht mehr nach Gott gehört, auf Gott gehört. Und das ist, was wir leider im verlernt haben, zu hören auf das wahre Selbst, was wir zu tun haben. Und wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ja, und das ist sehr oft, dass wir aus diesem Ursprung draus sind. Und da wieder reinzukommen, das ist die integrale Paradiso. Dann weiter oben, hier ist ein Gesicht, sehe ich hinter dieser Frau. Und hier sind wieder Hände, die auch wieder eine Frau umarmen, die so eine Art Flügel vorn hat. Ja, das ist. Ich will noch mal nur kurz weiter gucken, dann wollen wir noch ein oder zwei besprechen. Das sieht aus wie eine Mauer mit einem Mural. Das wäre, das ist ein Kind oder ein Mensch, der ganz verhungert ist. Ja, der dürstet. Und dann diese schwere gebrochene Kette, die überdimensional dargestellt ist, es bricht auf. Also ich hoffe, dass wir miteinander teilen können. Aber das war die andere Seite vom Bild. Vor dem Fenster steht das und dann kommt ein Kreuz vom Hinterseite vom Bild durch. Und das, verstehst du, das sind Momente, das habe ich nicht gemalt, aber ich sehe das. Und da halte ich das fest. Alles klar, das ist dieses Bild. Das hier oben, der Hirsch, das sieht aus wie ein Fenster. Das sind zwei Teile und es gibt auch etwas, dass der Vorhang wird aufgemacht. Ja, dass der Vorhang ist, wenn wir nicht ganz klar und sehen. Und das ist die Darstellung von die zwei Teilen, die ich. Und wenn du siehst, dass hinter der Vorhang das Licht ist, ja. Aber was die
der Hirsch betrifft, das ist der Wounded Stag, der verwundete Hirsch. Und wir können uns identifizieren mit der verwundete Hirsch, weil wie oft sind wir verwundet. Aber wenn du da oben siehst, da ist diese Einswerdung vom, das ist ein Mann und eine Frau, die die Einswerdung erfahren. Trotz aller Verletzungen. Und das ist eine Gemeinschaftsarbeit, Heidi. Das sind lauter Hände. Das sind 70 Leute von 2 Jahren bis 70 Jahre, die da mitgearbeitet haben und die haben ihre Hände drauf gedrückt. Und das war herrlich. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe es ein bisschen größer gemacht, damit man es sehen kann. Jetzt gehen wir nochmal nach unten. Das hatten wir schon. Dann haben wir hier noch was. Was ist das? Das ist auch eine Frauenfigur. Ich muss mal auch ja, ein bisschen größer. Das ist mehr oder weniger mit Arm und Reich, wie eine Frau dargestellt wird. Und die untere Frau, das ist dunkel, das ist eine Afrikanerin. Und die trägt also einen Korb, aber in diesem Korb ist diese reiche Frau, die dargestellt ist einmal von einem Maler. Momentan weiß ich den Namen nicht. Das ist aus der Kunstgeschichte heraus. Das darf ich dann auch mit der Gegenwart verschmelzen. Okay, dann kann man das ein bisschen mehr sehen. Du siehst, ich mache hier ein bisschen an den Bildern rum, damit die größer werden können. Dieses hier, ist es ein bisschen klein. Ah, das ist eine Vorarbeit für das Große. Das siehst große. Du, da war ich sozusagen, die Frau ist alleine und die hat die Augen zu und die erfährt von ihren Verletzungen, was der Hirsch darstellt. Aber es ist auch ein Lebensbaum geworden. Ja, der Lebensbaum ist eigentlich, wir sollten nicht vom Gut und Böse essen. Das ist wiederum die Dualität, ja, die wir in uns überwinden müssen. Schön. Und jetzt machen wir das hier wieder kleiner, damit wir die anderen auch noch sehen können. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Oh Gott, mal sehen, ob ich das größer kriege. Das ist wieder eine Frau, aber ich kriege das jetzt gerade nicht weg. Nehmen wir erstmal die Frau dran. Was ja, die hat 2 Schwerter und eine Lotusblüte in der Hand. Und das also da habe ich verbunden das Osten und das Westen. Und zwar von Jakob mit den Engel, den Kampf. Und der Jakob hat gewonnen. Und das heißt Ort Penuel. Das ist das Angesicht Gottes. Und dann von Sakuti Tegita oder so, Entschuldigung, dass ich den Namen nicht weiß jetzt momentan, der hat gesagt über diese Schwerter und der Lotus. Und das habe ich zusammengebracht. Und wenn du siehst, diese Streifen, die ich so rundherum diese Figur habe, das ist inspiriert von den Garten vom Zen, wie sie die Garten hegen und pflegen. Das sind so lauter so Bahnen. Ja. Und ja, sehr schön. Dann mache ich die mal wieder kleiner und jetzt gehen wir hier noch zu dieser tanzenden Frau. Die muss ich noch kleiner machen. Weg damit, damit wir die größer hinkriegen. Ich habe, wie ich ganz jung war, Tänzerin werden wollen. Und dann hat mein Vater gesagt, nein, mach die nicht. Liefje, das geht nicht. Want, das ist nichts für ein Mädchen. Also wir trugen Hosen, also so Jogginghosen mit einem Röckchen darüber. Und ein Tanz ist, war nichts für mich, hat er gesagt. Und ja, die Leichtigkeit des Seins und die Musik. Und ich glaube, ich habe die ganze Welt darunter gemalt. Ja. Ja, also.
die Welt mit Noten, mit Musik eingerahmt. Das ist sehr schön. Also diesen kosmischen Tanz, ja, das dürfen wir erfahren. Wunderbar, wunderbar. Auch die, mir gefallen immer deine Farben. Und das ist jetzt das Letzte. Das ist wieder etwas mehr bedenklich. Das ist eine sehr gute Dichterin. Wie heißt sie jetzt? Eine sehr bekannte Dichterin. Und ich finde das unwahrscheinlich, diese Aufnahme. Ich habe das aus einer Zeitung genommen. Und ja, ich habe sie auch mal so in Blau gemalt. Und das fand ich eigentlich noch schöner. Aber es ist fein. Ich wachse an die Leute, weil ich tue das sehr gerne, porträtieren. Es sind meistens Leute, wovon ich sehr viel lerne. Ja, und das ist dann sozusagen wiederum diese Offenheit für das andere. Ja? Wunderschön. Ich spüre deine Begeisterung. Es ist nicht nur Begeisterung, deine Ausstrahlung, dein Enthusiasmus. Es gibt keine Wörter dafür, aber man muss dich nur angucken. Dann weiß man, was ich meine. Und ich finde es wunderschön, deine artistische Produktion, wenn man das mal ein bisschen blöd ausdrücken will, und dass du das immer mit uns teilst. Sehr, sehr schön. Und ich würde am liebsten auch mal bei dir vorbeikommen, gucken, was da noch so alles ist, was du da noch hast. Heidi, wir kommen alle mal zu dir und dann tun wir gemeinsam Kopfstand machen. Und dann tun wir gemeinsam malen, da kriegen wir noch weiter Unterricht. Wir hatten ja mal kurz einen Unterricht in The Art of Seeing, das werde ich dann unten auch verlinken. Und ja, ich danke dir. Es ist sehr inspirierend, sehr, sehr, sehr inspirierend, deine Beiträge und dein Sein, so wie du hier mit mir bist. Es inspiriert mich total. Danke dir. Magst du noch irgendwann ein letztes Abschiedswort oder irgendwas, was du noch gerne sagen möchtest? Ich danke dir, Heidi, dass du diesen Raum, wofür ich mich so gefürchtet habe und auch noch immer sehr aufgeregt bin, aber das ist etwas sehr Positives, dass die Aufregung, die wird nicht vergehen. Also das bleibt. Und dann will ich, du hast von David Stendel-Rast ein Bild gezeigt und er spricht an, ich spüre so eine große Dankbarkeit. Und was das auslöst, diese echte Dankbarkeit, das ist nicht das Gegebene, das wir entgegennehmen, sondern die Gelegenheit, die wir wahrnehmen. Und da komme ich wieder auf deine, was du gesagt hast, die Offenheit und dann, wie können wir damit umgehen? Ja? Und Offenheit ist Liebe, weil Angst ist eng. Ja? Ich danke dir, Heidi. Ich danke dir. Wunderbar, wunderbar. Und wir sehen uns bald wieder in der Gruppe. Dankeschön.